Liebe Leute, herzlich willkommen. Mal wieder Let's Co-op Zeit. Sechster Spieltag, mittlerweile schon. Es spielen hier heute die Auer vor in Darmstadt. Die sind im Moment in der Tabelle genau einen Platz hinter uns. Haben hier auch die erste Möglichkeit. Eine Minute erst gespielt. Konnten sie nicht nutzen, jetzt kommen wir. Eigentor. Ach Mensch. Oliver Schröder mit dem Eigentor. Zweite Minute. Sven Schimmel schlägt eine scharfe Flanke in den Strafraum. Oliver Schröder rutscht der Ball beim Klärungsversuch vor Bayer über den Spann und bezwingt damit seinen eigenen Torwart. Das ist natürlich ganz, ganz, ganz bitter. Ja, wir spielen heute wieder ein bisschen verändert. Adam Strait ist zurück in der Innenverteidigung, Gott sei Dank. Der ist wichtig für uns nach seiner kurzen Auszeit. Und Michael Fitzturm, der spielt im linken Mittelfeld. Ich möchte ihn ja in Zukunft wirklich auf der Position sehen. Da ist er deutlich stärker, wenn er das ausgebaut hat, als Rudi Hübner, der mit einer 61 doch relativ schwach ist, wenn man sich mal den Rest der Mannschaft ausguckt. Und ja, im Moment spielt hier nur Aue. Da müssen wir aufpassen. Konterspiel ist klar. Wir können ruhig ein bisschen mehr Pressing mal spielen. Nicht zu viel. Nicht, dass wir hinten so offen sind, aber jetzt hat sich Benjamin Bayern Sehnenanriss geholt. Ach Gott. Jetzt müssen wir mal gucken, wie können wir hier überhaupt umstellen. Wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel. Ich glaube, wir machen das über die Art und Weise. Jetzt habe ich gerade eben noch philosophiert, dass ich ja so gerne den Fitzturm auf der linken Mittelfeldposition haben möchte. Ja, jetzt müssen wir doch wieder umstellen, weil Bayer jetzt mal wahrscheinlich ein paar Wochen fehlen wird. Hübner auf links und Fitzturm neben Danny Latzer in die defensive Mittelfeldposition. Mal gucken, was wir mal hier Ball halten. Thema, das passt schon. Laufwege mal gucken. Ja, Fitzturm, der muss natürlich auch mit nach hinten. Genauso wie Danny Latzer, logisch. Und ja, wir versuchen es natürlich jetzt so. Ich meine, ist ja nicht so, dass der Hübner sich da nicht auskennen würde. Der weiß, was er macht. Und ich lasse die mal alle aufwärmen. Man hat gesehen, wie schnell es gehen kann. Sehnenanriss. Ich bin mal gespannt, wie lange der ausfällt. 13. Minute. Hübner für Bayer. Und dann wollen wir mal gucken, wie sich das hier weiterentwickelt. Aue eigentlich bis zum Gegentor. Oder nach dem, sagen wir mal, nach dem Gegentor, so muss man sagen. Die deutlich bessere Mannschaft. Die haben hier einiges mehr gemacht und hätten auch den Ausgleich längst schon verdient gehabt, würde ich sagen. 20 Minuten vorbei. Das passiert momentan fast gar nichts. Jetzt kommen nochmal wir. Die Chance ist nicht verkehrt. Beinahe ein gelungener Konter des SV Darmstadt 98. Der letzte Pass von Elton da Costa ist allerdings einen Tick zu weit nach vorne gespielt. Martin Mendel, der Torwart, der Erzgebirgler, kann den Ball da gerade noch vor Vasilios Papadopoulos aufnehmen. Das wäre es natürlich gewesen, wenn du hier kurz vor der Halbzeit eventuell hier noch den 2:0 Ausbau schaffst. Wo dann quasi Aue ja schon einen Knacks bekommen dürfte, auswärts 2:0 hinten. Vielleicht jetzt? Yes! Klasse Mannschaft, man kann es einfach nicht anders sagen. Michael Stegmeier mit der ersten Vorlage für ihn in der Saison. Klasse Diagonalpass von Latzer zu Stegmeier, der den Ball auf dem linken Flügel von der Grundlinie erreicht, hat Zeit und wartet auf Papadopoulos. Millimetergenau fliegt die Vorlage auf den Kopf des jungen Stürmers, der aus 9 Metern wuchtig einnickt. Ja, ich glaube, ich bin mir mittlerweile doch schon bewusst, was mir da für ein Juwel davon eingekauft, kann man ja nicht sagen, aber eingeliehen, würde ich mal behaupten. Also dieser Papadopoulos, der ist wirklich klasse. Der ist 18 und was für eine Kaltschnäuzigkeit der an den Tag legt. Also Wahnsinn. In der zweiten Halbzeit drehen wir richtig auf und gewinnen das Ding. Also ich denke mal, wenn man das jetzt auch gesehen hat, wie die Mannschaft spielt, also so selbstbewusst dürfen wir, glaube ich, mittlerweile auch sein. Elton da Costa müssen wir motivieren, unseren Kapitän und Spielmacher. Ich würde auch sagen, den Torwart loben. Ja, mal sehen. Was haben wir denn noch für Massagen? Schimmel hat eine verdient. Marc Schnier, der auch immer besser wird. Er ist quasi, ja, eigentlich auch ein Überraschungsspieler. Und auch Vasilios Papadopoulos hat sich da eine Massage verdient. Wir wechseln nicht aus. Ich denke mal, diese Formation wird dann auch für die nächsten Wochen die Stammformation sein. Das Stammsystem. Gehen wir weiter. Alle Spieler wieder aufwärmen. Und ja, dann gucken wir uns das mal ganz entspannt an. Dürfen natürlich nicht leichtsinnig werden. Nehmen wir mal ganz Schluck von meiner Pulle.
Jatke hat da schön nachgesetzt im Schnier. Hat aber nichts eingebracht. Stattdessen gelbe Karte für die Gäste. Alexander Bugera zupft Papadopoulos kurz am Trikot. Der fällt. Schiedsrichter zückt den gelben Karton. Möglichkeit für Aue. Wird das 2:1? Nein, wird es nicht, Gott sei Dank. Harmloser Steilpass von Silvestre auf. Ja, der war für Sandro Wagner gedacht. Geier macht den zu einer Vorlage. Der Stürmer von Aue zieht hier Volley ab. Scheitert an Zimmermann. Wieder eine Möglichkeit für unsere Darmstädter. Knappe Stunde gespielt. Sven Schimmel ist dazu unkonzentriert. Sein schwacher Schuss geht klar am Tor vorbei. Jetzt eine Glanzparade von unserem Rückhalter hinten, Jan Zimmermann, der jetzt wieder eine 1 mittlerweile hat. 1,0. Oliver Schröder, der unglückliche Eigentorschütze mit dem weiten Pass auf Silvestre. Der stoppt den Ball mit der Brust, dreht sich dann um Geier und schießt sofort. Aber Jan Zimmermann hat da immer noch eine Antwort parat. Das ist Wahnsinn. Ich würde mal sagen, Rudi Hübner, ja gut, der hat nur 4, aber den kann ich jetzt ungern wieder auswechseln. Das wäre natürlich Geldstrafe. Papadopoulos lässt hier Bugera aussteigen. Der kann natürlich nicht mehr viel machen mit der gelben Karte. Kommt frei zum Schuss. Aber Martin Mendel fängt den Ball und Riesenchance in Darmstadt jetzt. Vielleicht ein Konter. Ja, genau. Überzahlsituation für uns. Sven Schimmel alleine vor Martin Mendel. Er ist kein Angreifer, kein Torjäger. Was macht er? Knapp vorbei. Trotzdem gute Möglichkeit. Ich würde sagen, wir können jetzt Michael Stegmeier hier seinen verdienten Szenenapplaus geben. Für ihn kommt der zweite Grieche auf den Platz, ehemaliger Mannschaftskamerad von Papadopoulos. Es ist Staphylidis von Leverkusen ausgeliehen. Auch schon eine 67. Also wir haben da wirklich tolle Leihspieler ranbekommen. Ich denke mal, das ist doch der richtige Weg für die erste Zweitligasaison, dass du dich da ja nicht irgendwie versuchst, mittelmäßige Spieler zu kaufen, sondern dann lieber ein bisschen überdurchschnittlich befähigte Spieler auszuleihen. Ich denke mal, das ist dann schon im Großen und Ganzen eigentlich gut. Jetzt Anschlusstreffer, nicht Ausgleich. Sandro Wagner mit dem 2:1. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Den Einsatz nehmen wir jetzt ganz nach oben. Konterspiel bleibt natürlich. Und jetzt kann es nochmal interessant werden. Nochmal Konzentration für meine Jungs. Statistik sagt eigentlich aus, dass Aue sehr viele Chancen hatte. Die waren aber alle nicht groß. Das waren alle kleine Dinger. Und deswegen ist es umso ärgerlicher, dass jetzt hier eine von diesen kleinen Chancen wirklich reingeht. Ich gehe mal gerade in die Aufstellung. Ich will mal gucken, Marc Schnier, ob der hier spielen kann. Ein bisschen schlechter als normal, aber wir bringen dann einen neuen Mann hinten. Weil der Sven Schimmel eigentlich schon ein bisschen müde wird. Riedel, auch ein weiterer Leihspieler, kommt jetzt hier in die Partie. Tauscht dann mit Marc Schnier die Position. Der geht nach vorne ins rechte Mittelfeld für Sven Schimmel. Und ja, Riedel, der nimmt hinten die Position von Marc Schnier, wie gesagt, ein. Ich sage jetzt mal hinten dicht. Das Pressing nehmen wir jetzt mal ein bisschen zurück. Wir haben nochmal eine gute Möglichkeit. Lapsus von Schröder, also das ist nicht sein Spiel heute. Der bringt Marc Schnier ins Spiel. Der läuft und schießt dann aus 17 Metern knapp vorbei. Das wäre natürlich ein Ding gewesen, wenn der da jetzt sofort ein Tor gemacht hätte auf seiner neuen Position. Silvestre hat sich anscheinend verletzt. Latzer spielt ihn raus. Ich würde mal schätzen, mit Nachspielzeit sind es jetzt noch 5 Minuten. Staphylidis klärt mit fairen Technik gegen Ronny König zur Ecke. 86. Jetzt bin ich gespannt. Zittern wir uns da vielleicht zu einem Sieg. Wird's nochmal eng. Gute Möglichkeit. Kein Tor. Bugera mit der Ecke. Ronny König und Adam Strait mit dem Kopfballduell. Was unser Kanadier für sie entscheiden kann. Taktik. Zeitspiel. Nochmal Aue. Nützt es nichts mehr. Glanzparade Jan Zimmermann. Der rechtfertigt hier einfach seine Note 1,0. Er ist der beständigste Mann hier auf dem Platz. Glück für Darmstadt. Nils Mjatke marschiert. Entschlossen durchs Mittelfeld, geht dann dynamisch an Thomas Geier vorbei, schießt hart aufs Tor. Und Zimmermann muss da sein ganzes Können aufbieten. Ja, da hat er ganz viel von. Also, Riesenchance in Darmstadt. Wer ist es diesmal? Nochmal eine Konterchance für uns. Überfallartig stürmen wir nach vorne. Haben überzahlt. Rudi Hübner vor Mendel. Geht es diesmal besser aus als vorhin? Schießt knapp rechts am Tor vorbei. Ja, mit den Zielen haben die Jungs es nicht so. Vorhin hat Schimmel das Ding vermasselt und jetzt sein Gegenpart von der linken Seite. Schade. Alleine vor Martin Mendel kann er das Ding nicht nutzen. Ich will nicht hoffen, dass ich das noch recht. Und wir gehen jetzt mal überall ein bisschen zurück. Mit Abwehr, mit Pressing.
Ja, und da ist es zu Ende. Ich hätte es gar nicht mehr gebraucht. Klasse. Wir gewinnen das weitere Spiel und es scheint unaufhaltsam im Moment. Dank Jan Zimmermann mit Note 1. Ich freue mich auf den Nachbericht, auf die Tabelle. Wollen wir mal schauen, wie es aussieht. Ja, bis gleich. So, da sehen wir es. Alles weiß, nee, schwarz auf weiß, so ist richtig. Jan Zimmermann, ganz klar bester Spieler bei uns mit einer Note 1. Ja, begünstigt war natürlich der Sieg durch Oliver Schröder. Der hat hier ein Eigentor gemacht und eine Vorlage gegeben. Trotzdem nur Note 5. Also der wäre am besten noch im Bett geblieben heute Morgen. Gut, die Statistiken, das war sehr ausgeglichen. Ballbesitz schon für die Heimmannschaft. Im Großen und Ganzen verdient, würde ich auch sagen, der Sieg. Platz 6 ist es jetzt mit 10 Punkten. 3 Spiele gewonnen, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen, 7:4 Tore. Also da haben wir noch Ausbaubedarf, was ja, die Chancenverwertung vorne angeht. Hinten die Abwehr sieht schon wirklich für einen Aufsteiger fantastisch aus. 2:1. Ingolstadt fegt hier Bochum mit 4:0 weg. Mann, Mann, Mann. Die sind auch nur 16. wie wir jetzt hier sehen können. Die stimmen. Machen wir das ganz schnell. Da brauchen wir eigentlich nichts. Nichts wirklich jetzt vorzulesen. Fitztum schafft es, Stegmeier schafft es und auch Jan Zimmermann natürlich. Also der ist schon zum 4. Mal nominiert, ihr seht's hier. Also was ein Torwart. Also er hat ja nur eine Stärke von Fähigkeiten 64. Der ist auch schon 28, also ich denke mal nicht, dass da noch ein großer Sprung kommt, aber das ist manchmal echt nicht zu fassen, was der da hinten hält. Auch heute wieder. Teamleistung, ja. Wir sind die beste Mannschaft des Spieltags gewesen. 2,77 in der Durchschnittsnote, besser als Lautern, besser als Cottbus. Und ja, da fehlen dann fast die Worte. Papadopoulos, 5 Tore, ist jetzt auf Platz 2 vor Lennart T., unserem letztjährigen Stürmer. Da haben wir nochmal. Und Adam Strait ist bester Mann bei den Notenbesten. Jan Zimmermann, Marc Schnier, Papadopoulos und Stegmeier komplettieren die Top 10. Also unfassbar. Ich merke, ich wiederhole mich, aber es ist einfach so. Bayer, ja, 5 Wochen wird er uns fehlen. Bitter, bitter, aber so ist das Geschäft und da müssen wir durch. Ich denke mal, wir können das auffangen. Gut, wir sehen uns dann im nächsten Spiel. Ich schaue gerade schnell nach, wer es ist, damit wir da auch informiert sind. Ja, wir müssen auf den Betzenberg zum 1. FC Kaiserslautern. Und ich denke, das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um da mal nochmal ein 3D-Spiel zu machen. Das müssen wir mitnehmen. Ich freue mich drauf. Bis gleich auf dem Platz. Meine Lieben, herzlich willkommen. Ich weiß nicht, kann man sagen, Spitzenspiel? Ich denke schon. Überraschenderweise der Tabellenführer Kaiserslautern zu Hause gegen Darmstadt 98, den Aufsteiger. Ein absolut starker 6. Platz bis hierhin. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch schön die Highlights, die besten Szenen und ja, viel Spaß. Hussein, langer Ball. Sehr schöner langer Ball. Idrissou, erste Möglichkeit, links am Tor vorbei. Zimmermann muss da nicht eingreifen. Szymonek versucht den Ball lang zu spielen. Der ist super. Bonjaku kommt noch hin. Der ist gefährlich. Flanke kommt. Aber Zimmermann packt sicher zu. Ja, wir müssen schon wechseln, liebe Leute. Michael Fitztum hat sich verletzt. Unser defensiver Mittelfeldspieler. Für ihn kommt in die Partie schon in der 28. Minute Cem İslamoğlu. Und Thomas Geier rückt von der Innenverteidigung ins defensive Mittelfeld. Hussein macht das sehr stark, treibt den Ball nach vorne, aber der Ball ist schwach. Staphylidis findet da Costa. Der legt weiter in den Lauf von Papadopoulos. Der hat Platz, schießt und was für eine Glanztat von Sippel. Reißt er die Fäuste hoch. Elton da Costa wird die Ecke reinbringen. 35, 36 Minuten vorbei. Ecke kommt. Kein Problem für Idrissou, klärt, aber Schimmel bekommt den Ball, wird gefault, nicht gepfiffen. Bunyaku. Und da ist auch schon Halbzeit, ging schneller als erwartet. Ja, das Spiel wurde durch die Verletzung getrübt, natürlich von Fitztum. Ganz früh schon, nach 25 Minuten. Wir gehen in die Halbzeit. Macht es, wie wir es im Training einstudiert haben, Spielergespräche, würde ich sagen. Wir haben ja sehr viele Spieler, die eine 4 bekommen haben, beziehungsweise 3,5. Die motivieren wir. Massagen für die Jungs. Und ja, dann gehen wir auch schon weiter. 2. Halbzeit, wie immer, alle Highlights. Ich hoffe, es sind ein paar mehr als in der 1. Halbzeit. Viel Spaß. Thomas Geier bringt den Ball jetzt nach vorne. Sehr schön geöffnet auf Schimmel. Langer Ball, Papadopoulos wartet. Papadopoulos gegen Matlung. Abgefälscht, müsste Ecke geben.
Zweite Ecke für uns. Elton da Costa wird wie immer natürlich ausführen. Der Kapitän, der Spielmacher, hebt den Arm, winkt. Und ich bin gespannt, was jetzt dabei rauskommt. Läuft an, Ball kommt. Oh Mann, eine ganz, ganz miese Ecke. Elton da Costa wird gefoult. Gibt eine schöne Freistoßposition für den SV Darmstadt 98. Elton da Costa wird auch hier ausführen. Läuft an der Mauer vorbei, müsste wieder Ecke geben, ganz genau. Legt den Torfabrikball hin, justiert nochmal kurz nach. Und jetzt kommt die dritte Ecke für uns. Ich hoffe, die ist ein bisschen besser als vorher. Kommt rein, Islamolu, 1-0, was für ein schöner Kopfball. Der eingewechselte Mann kam schon in der ersten Halbzeit für den verletzten Michael Fitztum. Was für eine schöne Ecke. Da fliegt sie und da steigt er hoch. Und das Ding schlägt oben im Knick ein. 1-0 für Darmstadt. Unglaublich. Kaiserslautern, Borischuk versucht es lang. Georgiadis. Dick, wieder Georgiadis. Schön gespielt auf Hussein. Hussein findet Idrissou. Oh, knapp vorbei. Zimmermann lag schon, war schon geschlagen und der Ball geht ganz dicht am Tor vorbei. Fehler von Zimmermann. Bunyaku kann den Ball abfangen. Bunyaku wird gefoult von hinten in die Beine. Rudelbildung um den Schiedsrichter. Marc Schnier mit der gelben in der 68. Unnötig. Bunyaku von hinten in die Beine. Da hätte auch rot geben können. Lautern wechselt nach knappen 70 Minuten aus. Es kommt für Bunyaku Fortunis. Also hier ist im Moment eine Ansammlung von Griechen auf dem Platz. Freistoß kommt hoch. Zimmermann mit beiden Fäusten zum Einwurf. Wechsel jetzt nochmal auf beiden Seiten. Lautern wechselt genauso wie Darmstadt. Albeira kommt rein für Elton da Costa und Mimoun Asuak für Georgiadis bei den Lauterern. Freistoß von Latza. Lautern kann klären. Jetzt rücken sie hinten raus. Links läuft De Witt. Spielt den Ball aber schlecht gemacht. Der Albayrak hat ihn. Verliert ihn gegen Hussein. Jetzt geht's schnell. Lautern. Idrissou gegen Latza. Staphylidis. Das ist Islamolu, der Torschütze. Spielt den Ball vor. Albayrak. Schön gemacht. Danny Latza. Staphylidis. Fehlpass. Hussein. Asuak. Asuak lang. Idrissou ist durch. Wird bedrängt. Gibt Freistoß aus ganz, ganz gefährlicher Position. Adam Strait. Ein bisschen unfair in dem Moment. Letzter Wechsel auch für Lautern, 86. Minute, 5 Minuten haben wir noch. Idrissou geht raus und Sukuta Pasu kommt ins Spiel. De Witt mit dem Freistoß, aber der ist schwach. Staphylidis, das ist Latza. Danny Latza auf Papadopoulos, der verletzt sich. Um Gottes Willen, wir können nicht mehr wechseln. Unser bester Mann vorne, nochmal Staphylidis. Will den Ball zurückspielen, Danny Latza kommt nicht hin. Langer Ball, wieder Lautern mit dem Konter. Fortun ist über links. In der Mitte Sukuta Pasu. Fortunis spielt den Ball zurück. De Witt nochmal. Fortunis. Wir können klären. Das spielen die zu umständlich. Schimmel, Geier, Albayrak muss den Ball jetzt einfach tragen. Es braucht gar nichts mehr. Es ist zu Ende. Ein absoluter, unverdienter Sieg. Würde ich nicht unbedingt sagen, aber überraschend würde ich es nennen. Und ja, betröppelte Gesichter bei den Lauterern. Ja, ich bin so ein bisschen betrübt. Ich weiß nicht, was mit Papadopoulos vorne passiert ist. Er hat sich verletzt. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Wir haben zwei Verletzungen in dem Spiel. Fitztum ganz früh und dann in der 90. noch unser Sturmtalent Papadopoulos. Und ja, mal sehen's da. Chancenmäßig waren wir doch gut dabei. Ich bin gespannt, was die Tabelle aussagt und was die Verletzungen sagen. Wie lange fehlen uns die beiden? Bis gleich im Nachbericht. Liebe Leutchen, da bin ich wieder. Kaiserslautern geschlagen zu Hause, der Tabellenführer von der absoluten Überraschungsmannschaft. Ich glaube es fast selbst nicht. Darmstadt 98 gewinnt auch in Kaiserslautern 2-1. Haben wir ja gegen Aue gewonnen und jetzt 1-0 gegen Kaiserslautern. Also diese Folge war sehr erfolgreich, würde ich sagen. Sippel, bester Mann bei Lautern. Bei uns war es Elton da Costa, Torschütze, Islamolu nach einer Ecke mit einem sehenswerten Kopfball. Und wir gucken uns das mal an. Ja, Statistiken waren eigentlich sehr ausgeglichen. Ein paar mehr Chancen auf unserer Seite. Die beiden Verletzungen hier, die drüben natürlich das Bild. Die Ergebnisse. Lautern fällt von 3 auf 1. Nürnberg ist der neue Tabellenführer. Die gewinnen 1-0 in Cottbus.
St. Pauli schlachtet hier Sandhausen 5:0 ab, also Wahnsinn. Heidenheim bleibt auf dem letzten Platz, wir bleiben Sechster mit 13 Punkten. Ich würde sagen, noch 27, dann haben wir unser Ziel erreicht, dann sind wir nicht abgestiegen, also darum muss es ja gehen. Auch wenn das jetzt schon ein bisschen komfortabler aussieht nach hinten. Wir gucken mal in die Stimmen. Wenn man über rechts kommt, muss die hintere Mitte links wandern, da es sonst von Einbrüche gibt. Ja, philosophisch angehauchter Einblick von mir. Und hier gucken wir mal, wir haben einen Mann in der Elf des Tages, Sven Schimmel. Der hat es hier reingeschafft. Hat keine schlechte Partie geliefert. Die Teamleistung. Da stehen wir im Mittelfeld mit 3,55. Lautern genau hinter uns. Bei den besten Spielern. Papadopoulos leider heute kein Tor. Bin gespannt, ob er in den nächsten Wochen einsatzfähig ist. Durch die Verletzung wird es entscheidend sein. Gucken wir mal. Benjamin Bayer fehlt 4 Wochen, Klockner noch 3 Wochen, Fitztum 3 Wochen und Papadopoulos 1 Woche. Der hat einen Kapselriss im C. Also das ist jetzt schon so eine kleine Ansammlung von Lazarett, was wir da haben. Das Duell, Florian Dick gegen Thomas Geier, das entscheidet der Lauterer für sich. Aber wir behalten die 3 Punkte. Ja, ich würde sagen, eine sehr, sehr interessante, erfolgreiche Folge. Wir schauen noch kurz auf die nächsten Gegner. Spieltag 8, zu Hause gegen Duisburg. Die stehen ja auf Platz 8, also ein relatives Duell auf Augenhöhe. Und dann am 9. Spieltag müssen wir zum letztjährigen Drittliga-Konkurrenten und Mitaufsteiger, die im Moment letzter sind. Erster FC Heidenheim. Ja, Leute, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.